So, im zweiten Video soll es jetzt um Gleichungen gehen und wie mir das CAS da helfen kann. Zunächst mal, ich bin jetzt gerade gewechselt in das GeoGebra-Fenster, aber vom Prinzip funktioniert es genauso. Wenn ihr eure alten Eingaben löschen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr jeweils zeilenweise hier auf Löschen geht. Im Webbrowser könnt ihr natürlich die Seite einfach ein zweites Mal aufrufen, indem man also die Seite neu lädt und dann hat man automatisch alles gelöscht. So, hier aber jetzt mal von Hand einzeln. Okay, es geht also um Gleichungen. Eine einfache Gleichung könnte zum Beispiel so aussehen. Na, was anderes. So, wenn ich hier berechne, aktiviert habe, so passiert ja trotzdem nichts. Es wird einfach übernommen, denn ich habe hier nichts, was zusammengefasst werden kann. Nun gibt es aber hier eine Taste oder ein Werkzeug und die heißt Löse. Löst eine Gleichung mit einer Unbekannten. Wenn ich jetzt hier in die Eingabezeile gebe und jetzt auf Löse klicke, kriege ich die Lösung der Gleichung, denn für x gleich 8 kommt ja raus, 13 ist gleich 13, was also stimmt. Das funktioniert natürlich auch mit Faktoren. Ich mache nur gerade mal ein Beispiel, um den Unterschied zu zeigen. Ich klicke hier als Lösung 7 Drittel raus, x gleich 7 Drittel. Wir haben eine etwas andere Darstellung mit der Lösungsmenge, aber hier geht es darum, dass eben gleich gesagt wird, die Lösung für x muss 7 Drittel sein, weil ich kann hier auch andere Variablen verwenden. Jetzt gibt es neben diesem x ist gleich auch noch eine numerische Lösung und die funktioniert so ähnlich wie diese numerische Taste hier drüben, wenn ich numerisch etwas berechne, weil dann wird nämlich die Lösung dieser Gleichung als Kommazahl angegeben. Da wäre es eventuell aber sinnvoll, dass man das sich genau berechnen lässt. Man kann das Ergebnis aber anklicken und wenn man es sich runden lassen will, dann so gerundet angezeigt bekommen. So, also GeoGebra kann einem sozusagen die Arbeit abnehmen. Das soll es aber nicht immer, sondern es soll euch zunächst einmal helfen, verstehen, wie Äquivalenzumformen funktionieren. Und dazu möchte ich gleich mal ein Beispiel zeigen. Und zwar setze ich jetzt mal eine Gleichung zusammen. Mal zum Beispiel diese hier. So, das ist jetzt zwar numerisch übernommen, das ist aber egal. So, ich möchte mir jetzt nicht die Gleichung gleich lösen lassen, also die Lösung bekommen, sondern ich möchte Schritt für Schritt vorgehen und die Äquivalenzumformung anwenden. Und das kann ich folgendermaßen machen. Ich habe jetzt einmal hier drauf geklickt auf die Ausgabe, dann kriege ich die Gleichung wieder eingefügt. Jetzt kann ich, das ist ein kleiner Fehler, dieses Piepen ist aber nicht schlimm, hier vorne rechts und links von dieser Gleichung Klammern setzen und bekomme dann die Möglichkeit, eine Äquivalenzumformung vorzunehmen. Wenn ich zum Beispiel sage, rechne mir auf der linken und auf der rechten Seite jeweils minus 5, dann wird das dann gemacht und ich bekomme die vereinfachte Gleichung. Ein kleiner Trick, wie das noch ein bisschen schneller geht. Ich lösche gerade mal die letzte Zeile. Wenn ich weiß, ich will eine Äquivalenzumformung durchführen, kann ich nämlich jetzt zuerst die Klammer einzeichnen. Und dazu muss ich nur die öffnende Klammer zeichnen. Die schließende wird automatisch ergänzt. Und jetzt ist der Cursor ja hier noch zwischen den beiden Klammern. Und wenn ich jetzt klicke, wird das automatisch da eingefügt. So, und dann kann ich natürlich die gleiche Umformung vornehmen. Machen wir weiter. Wir wollen jetzt durch 3 teilen.
also geteilt durch 3. Und dann bekomme ich das Ergebnis x gleich 8 Drittel, indem ich die Gleichung jeweils Schritt für Schritt durch eine Äquivalenzumformung aufgelöst habe, sodass ich eben hier direkt die Lösung ablesen kann. Also wichtig, wenn ich eine Gleichung habe, kann ich mir zwar die Lösung bestimmen lassen, aber ich kann auch meine Äquivalenzumformung Schritt für Schritt überprüfen, indem ich eine Gleichung in Klammern setze und hintendran die Äquivalenzumformung eintrage. Das Interessante ist auch, ich lösche gerade nochmal diese Zeile, dass man merkt, wenn man einen Fehler macht, beziehungsweise GeoGebra einem zeigt, wenn man vielleicht nicht die optimale Äquivalenzumformung verwendet hat. Da wird einem also angezeigt, was tatsächlich rauskommt, wenn man auf diese Gleichung diese Äquivalenzumformung anwendet. GeoGebra macht also keinen Fehler. So, nun wisst ihr, wie man Äquivalenzumformungen auf Gleichungen im CAS anwenden könnt. Und das werden wir in der nächsten Stunde dann machen, um ein bisschen reinzukommen in die Frage, welche Äquivalenzumformung muss ich in welcher Reihenfolge durchführen.